You have enough money. Sehr cool. Wir können jetzt schon zum nächsten Rangkampf. Ja, super, ja, cool. Das machen wir auch. Wenn uns nicht ein Radarpünktchen unter auf dem Weg noch so unterkommt. Machen wir das ohne weitere Umschweife. Yes. Kann man auch Mülljacken finden oder nur Müll-T-Shirts? Okay, auf nach Hause. Und uns bleiben sogar noch 50, knapp nicht ganz 50.000 übrig. Also nicht schlecht. Ich weiß nicht, wo ich wohne. Ah ja, okay, da lang. Wartet mal kurz, ich muss meiner eigenen Regel nach darüber fahren und die Punkte sammeln. So viel Zeit muss sein. Wenn wir die jetzt schon sehen hier, so ein Dragon Ball und so ein Goldloch, das muss schon geplündert werden. Das hilft nichts. Vor allem finden wir auf dem Weg vielleicht noch ein paar Müll-T-Shirts. Dass sich der dann auch gleich umzieht. Der findet ein altes T-Shirt irgendwo im Müll und zieht sofort an. Das ist super. Deswegen lieben wir Travis Touchdown. Weil er ein Assi ist. Yes. Und da vorne ist gleich noch einer. Ich weiß nicht, wie viel wir noch brauchen für den nächsten Special Move, aber viele nicht mehr, glaube ich. Ich meine, im Grunde ist er auch wirklich, ich glaube, was ihn auch so sympathisch macht, ist, dass er halt eigentlich so ein sympathischer Verlierercharakter ist, der halt die eine Sache gefunden hat, in der er wirklich gut ist, und zwar Leute umbringen. Und das macht ihn irgendwie, das ist irgendwie witzig einfach. Okay, ein interessantes T-Shirt, das will ich gerne mal mir genauer anschauen. Ja. Aha, ich find's irgendwie cool. Okay, cool. Hier ist schon wieder so ein Osterinselkopf. Das ganze Spiel. Gun Center Destroys voller Osterinselköpfe. Verrückt. Es wird wahrscheinlich im dritten Teil, wenn dann die Aliens kommen, der große Plot-Twist. Sind wahrscheinlich uralte Alien-Statuen. Das wäre so cool, wenn die das wirklich machen würden. So, da vorne war noch ein Grabeloch. Da rennen wir auch noch schnell hin. Ich meine, was wir jetzt machen, müssen wir dann nach dem nächsten Ranglistenkampf weniger machen. Quasi. Insofern. Why not? So, noch ein Dragon Ball. Da ist schon wieder einer. Was ist mit euch? Warum seid ihr überall? Mülleimer. Yes. Oh, ein Lucha-T-Shirt. Ja, das hat was. Das ist cool. So, jetzt parken wir halt am anderen Ende der Stadt so ziemlich. Warte, ich höre ein... Ich höre tatsächlich. Den sieht man auf der Minimap nicht, weil er von dem Symbol überdeckt ist. Ja, und das war der eine, der uns noch gefehlt hat. Nice, jetzt können wir in die Bar und einen neuen Special Move von dem betrunkenen Russen-Kerl lernen. Der uns verhaut und dann können wir was Neues.
So ist das halt hier in Center Destroy. Na komm, bitte einmal aufsteigen. Gleich nochmal zwei Dragon Balls. Die nehmen wir natürlich mit, weil sonst vergesse ich die. Ja. Oh, und ein neues T-Shirt. Es ist so super mit diesen T-Shirts. Why not? Bestes Spiel ever. Ich find's wirklich so super. So, noch zwei gleich. Das ist so cool. Yes. Witzigerweise halte ich schon mehr nach Mülltonnen als nach diesen Dragon Balls Ausschau. Aber leider werden die nicht auf der Karte angezeigt. Vielleicht noch nicht. Meine Güte, auf der Karte werden mir jetzt gerade drei gleichzeitig angezeigt von den Dragon Balls. Verrückt. Hey, man muss echt keine T-Shirts kaufen in dem Spiel, oder? Wenn man das mal entdeckt hat mit den Mülleimern. Don't touch my beard. Da ist eine bärtige Sonne. Okay. Cool. Hä? Hier sollte das angeblich sein. Ist es etwa dahinter der Mauer? Achso, nee. War nur noch nicht geladen. Na gut. Hey, ich glaube, wir finden noch mal sieben. Wir können gleich zwei Special Moves von dem lernen auf dem Weg zu ihm. Das ist ja super. So, und dann da hinten in der Nähe der Brücke war auch noch einer. Was ist das? Sieht aus wie... Ist das so Camouflage oder... Ja, ich glaube schon. Ich dachte im ersten Moment, das sieht aus wie so Mumienbandagen. Hallo, Pia, wie geht's? Wenn du alle willst, musst du schon kaufen. Was? Muss man welche kaufen auch? Das weiß ich gar nicht. Wo denn? Wo kriegt man die denn? Weil grundsätzlich... Ach so, du meinst alle T-Shirts. Ich war jetzt bei den Dragon Balls. Das stimmt. Wenn man alle will, muss man schon kaufen. Aber ich meine, schon allein durch die Müll-T-Shirts kriegt man schon mal eine stattliche Auswahl. Denke ich mal. Mir geht's gut, dankeschön. Oh, hat nicht ganz gereicht. Ich hätte echt gedacht, es wären nochmal sieben. Aber es sind, glaube ich, nur fünf oder sechs, wenn ich so drüber nachdenke. Schade, schade. Naja, einmal im Kreis gelaufen. Um den Block. Dann fahren wir jetzt aber wirklich noch schnell in die Kneipe, bevor wir das Geld einzahlen. Moment. Habe ich das Geld schon eingezahlt? Ja, ich glaube schon. Oder? Ich bin gerade verwirrt, wo wir stehen geblieben sind. Vor lauter Dragon Balls. Kenne ich mich nicht mehr aus. Dammit, wir kommen einfach nicht mehr weiter hier. Wo ist denn bitte der versteckt? Muss ich doch über die Schanze springen? Ah, ich kann da runter auf dem Strand. Da wartet auch später noch ein cooler Boss auf uns. Aber jetzt gehe ich erstmal zum Dragon Ball sammeln runter. Na gut, bis dann. Mach's gut. Heute geht's eh länger. Keine Sorge. Hi, Mr. Hawkeye. Mir geht's gut. Alles cool. Soweit.
Bei dir. Genau, genau, die meine ich. Aber die Bosse sind ja irgendwie auf ihre eigene Art alle cool. Oder zumindest besonders. Okay, wo ist der letzte Dragon Ball? Muss ich vielleicht wirklich Vollgas über die Schanze fahren? Beim letzten Mal bin ich nämlich kurz vor der Schanze gesprungen. Und vielleicht hätte ich das nicht machen dürfen. Stand einfach nur Vollgas fahren. Ich versuche das vielleicht mal. Jetzt schaue ich mal kurz noch auf die Seite vom Strand. Ja, da taucht auch noch was auf. Gut. Das könnte aber auch oben sein. Mal gucken. Meine Güte, ist hier viel Geld vergraben. Naja, holen wir uns das Ganze. Es hilft dir nichts. Ich kann es nicht liegen lassen. Vor allem, wo wir jetzt schon mal am Strand hier unten sind, ne? Das macht schon Sinn. Ich weiß, das ist ein bisschen Busy Work. Das ist nicht gerade das Spannendste im Spiel, aber das muss auch getan werden. Es hilft dir nichts. Wo kommen wir denn da hin? Hype! Warum Hype Trophy und Hype Geist? Sodala. Ist hier nicht das Kokosnuss-Minispiel? Ich glaube schon. Ich dachte, ich bin ganz woanders. Na gut, warum nicht? Ich dachte, es ist irgendwas Hypiges passiert. Du kommst jetzt mit guten Nachrichten, deswegen habe ich gefragt. Ein Ausdruck der Freude, dachte ich. Weil er niedlich ist, ja. Das auf jeden Fall. Okay, ich bin jetzt echt gespannt, wie wir an den Dragon Ball kommen. Der wird mir außerhalb der Map irgendwo im Wasser angezeigt. Ich dachte, wir könnten über den Strand dahin laufen, aber nö. Aber schwebt der in der Luft oder so? Ich muss echt mal gucken. Der ist aber auch nicht wirklich auf einer Linie mit der Schanze, sondern so rechts daneben. Ganz komisch. Ah, warte mal, ist der einfach nur hier? Ja. Na gut. Das war leicht. Stimmt eigentlich, wäre ich über die Schanze gesprungen, hätten wir uns gleich nach Hause teleportiert, ne? Perfekt. Was will man mehr? Durch die Mauer durchgeglitscht. Are you coming? Not like I am waiting for you or anything. Gerade reden wir noch drüber und schon ist es soweit. Auf zum Strand wieder. Icons überall! Woo! Aber erstmal speichern. Emojis meine ich mit Icons. Aber Emojis sind doch auch Icons. Zum Glück ist das Motorradfahren gar nicht übertrieben. Nein, das ist genau so, wie es sein muss hier in Center Destroy. Hey, Chilicon, danke fürs Hosten. So, da, weiter geht's. Ah.
Spiel mir doch schnell mit Jean. Das kann man nie genug machen. Hey, Girl. Eine brave Katze. Okay, los geht's. Ja, ich war auch echt gehypt, als das eben für die Switch vorgestellt wurde, Teil 1 und Teil 2. Das hat mich echt gefreut. Ich fand ehrlich gesagt irgendwie 20 Euro ein bisschen, aber eigentlich passt schon. Eigentlich ist es okay. 20 Euro für ein Spiel ist in Ordnung. Wenn man sich anguckt, was da andere für ihre alten Spiele teilweise verlangen, ist das wirklich in Ordnung. Ich hätte mir ehrlich gesagt eher halt irgendwie, aus irgendeinem Grund habe ich erwartet, dass das gleich im Doppelpack in einer Edition kommt, aber eigentlich scheißegal. Also mir ist es auf jeden Fall wert, das sowieso, aber ja, auch so. Entschuldigung. Holy Summers. Das könnte so ein Ausdruck der Verwunderung sein. Holy Summers. Rub some oil on me, will you? Me? You serious? What? Is there a problem? No. Thought you'd never ask. Your next opponent is here on this beach. Ah, just up ahead. So I'm supposed to fight on the beach. That is one of the conditions. Why? That's for you to figure out. Mmm, feels good. What other hidden talents do you have, Travis? Huh? Go any higher and I will kill you myself. Not until you become number one. We have a deal, remember? So hurry up and go get him! Yes, Your Highness. So weird. Schatzkiste! Die ganze Kohle lassen wir nicht liegen. Okay, die Heilung lassen wir schon liegen. Die brauchen wir jetzt momentan zumindest noch nicht. Ja, Tombstone Pile Driver! Der beste Move im Spiel. Kommt schon, Gegner, da hinten. Das war mal ein effektiver Turbo-Modus. Aber hier ist angeblich noch ein Gegner. Nee, hat sich nur nicht so schnell aufgelöst. Na dann. Autschie, schaut doch ab jetzt. Oh.
Stress. Na also. Server läuft. Cool. Also, die Laserschwert-Tereignisse sind gar nicht ohne. Die darf man nicht unterschätzen. Tudala, Batterie kommt uns gerade recht. Oh oh. What happened? Warum sind die gerade instant gestorben? Oh, Minenfeld auf der Karte. Vielleicht sind sie da reingetreten. Ich habe es jetzt erst gesehen. Ich hatte voll Glück, dass ich einfach durchgekommen bin. Aber schön, dass die mir auf der Karte angezeigt werden. Das hilft. Das war ich nicht. Das war die Cutscene. Sondern meine Güte. Meine Güte, sind da viel Gegner überall. Oh, mein Laserschwert ist leer. Nein, es ist leer. Es ist gemein. Hallo, Wombo-Kombo oder wie? Die machen das ganz schön leer, das Schwert, Mensch. Penner. Yeah.
Damn. Oh, okay. So, ein bisschen Lebensenergie können wir jetzt echt brauchen. Das war jetzt schon gemein. Zwei so MG-Heinis, das ist schon mies. Ich weiß nicht, aber irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie erinnert mich das Spiel an Deadly Premonition. Ja, ich kann es ein bisschen verstehen, ne? Der Stil ist zwar sehr anders, aber ähnlich abgedreht. Die sind auch aus einer ähnlichen Zeitperiode. Und ich mag beide eben wegen ihres eigenen Stils sehr gerne. Auch wenn beide auch sehr unterschiedlich voneinander sind. Beide sind schon besonders, besonders abgedreht. Ich kann das verstehen. Für mich gehören die auch irgendwie ein bisschen zusammen, die beiden. Und wie ich ja beim letzten Stream schon erzählt habe, arbeiten ja gerade der Deadly Premonition-Macher und der No More Heroes-Macher gemeinsam an einem gemeinsamen Projekt gerade, auf das ich echt schon gespannt bin. Hotel Barcelona heißt das, glaube ich. Oh, drei MG-Leute. Ich glaube, jetzt spinnen die. Okay, das lief ganz gut. Das Telefonat am Ende. Travis, hello? The secret beach is up ahead. Then it's ranking match time. Win and you'll be number 6. Lose and your new home will be in the flaming tombs of hell. Everything okay? Has that sharp pain in your neck? Bladder in a bind? Have you trimmed your nose hair? When you're ready, step inside. You know, you've been quite cocky lately. Well, more than the usual dose of self-assuredness. You think that being ranked 7th means you're hot shit, don't you? And you're just raring to go. You've gone from dumb to dumber. Watching your meteoric rise of stupidity is truly painful to observe. That careless attitude of yours will be your undoing. And with that, I am 500% certain you will die this time. But trust your force. And head for the Garden of Madness. Okay. Bisschen Heilung. Ein bisschen Energie. Ein neuer Wrestling-Move. Travis, was, das ist nur gesunder Menschenverstand in Calgary. Den König der Suplexes. Erinnerst du dich? Satans Ferris Wheel, the Belly to Belly. Belly to Belly Suplex.
Aber erstmal speichern. Do you like fighting? Yep. Do you like killing? Live for it. Do you like fear? Can't say. Never felt it. Do you accept death? Death? Never crossed my mind. Death is the only truth. You are still a mere bud. That's not a good thing, you know. Seeking meaning in everything? Especially killing. That's a bad habit among smart little girls these days. Come closer and you will understand everything. I'm ready. Anywhere, anytime. Just your ordinary assassin. Such a disappointment. Are you in the mood yet? Normal assassins don't shoot the shit like this. They see their target and kill them! Und tot, Game Over. Nee. Let's see you get out of this predicament. No problem. You'll see. Uh-huh. Das Charakterdesign von Deadly Premonition. Ich erzähl's gleich, wenn die fertig sind. Oh, crap! Nice trap. I like your style. Maybe I can steal a kiss before I steal your life. We'll see about that. Das Charakterdesign von dem Spiel ist übrigens von einem japanischen Anime-Zeichner, der auch ganz viele Spiele von... Also für ganz viele Fire Emblem-Spiele das Charakterdesign gemacht hat. Und wenn man es weiß, merkt man es. Die ganzen DS-Teile sind im Grunde auch von dem designt worden. Ich weiß nicht, wie ich den Raketen ausweichen soll. Keine Ahnung. Damn it! Na, komm schon. Damn it. In dem Fall gut für mich sogar. Diese Raketen, was soll ich denn machen dagegen? Ich weiß es nicht. Nein. Ich glaube, die muss ich noch ein bisschen üben. Die schaffen wir, glaube ich, nicht aufs erste Mal jetzt. Na, komm schon. Zumindest kommen wir aus den Löchern relativ leicht wieder raus. Hey, ich weiß wirklich nicht, was ich gegen die Raketen tun soll. Das ist echt ein bisschen doof. Außer mich in Löchern verstecken. Theoretisch würde das funktionieren. Okay, ich brauche mal schnell Heilung, glaube ich. Ich hoffe, ich komme hin. Na, Timing.
Albia, willkommen zurück. Pünktlich zum nächsten Bossfight. Den ich wahrscheinlich nicht gewinnen werde. Weil ich nicht weiß, wie ich gegen die Raketen vorgehen soll. Aber schauen wir mal. Ich bemühe mich. Er hat sich stets redlich bemüht. Na, wenn das so weitergeht, dann haut's hin. Yes, sehr gut. Na komm schon, reiß dich zusammen. Okay, ist cool. Gut. Manchmal sind die Löcher echt hilfreich. Come on! Dammit! Nein, jetzt wollte ich nicht mehr rein. Es lief so gut, Mensch. Es lief so gut. Oh, ich weiß nicht. Leckt der Stream auch bei anderen? Das würde mich interessieren, weil eigentlich sollte gar nichts mehr lecken jetzt, bei mir zumindest. Sollte alles perfekt laufen jetzt, hoffentlich. Clued hat kein Leck. Okay, gut. Jetzt komm schon. Sei doch nicht so. Das ist doch gemein. Ach, komm schon. Das gibt's doch nicht. Puh, geschafft. Ne, bei mir sieht es stabil aus, auch von dem Bits her. What is this? This is not mercy. You can't kill a woman. Pathetic. If you can't kill a woman, you are less than a thug. You will never make it to the top. That's okay. I seem to have a thing for stupid, pathetic men like you. I can accept defeat if it comes from your hand. I will let you in on a secret. Assassins must die when they lose. Open your eyes and never look back. Promise, never forget me. Huh? Thank you. The moment you hesitated, I felt your embrace. Hold up! Academics like to fantasize too, you know. Wait! Number six! No! Forgive me, number six. I never meant to shame you. Die Cutscene ist in der deutschen geschnittenen Version so dämlich. Also so doof witzig. A win is a win. That's all that matters. I hate to award you these. But you are now sixth in rank. What was her name? That is not important anymore. You're right. But I owe her at least that.
Holly Summers, born in... No, just her name. Weil in der deutschen Version damals, die ursprüngliche geschnittene, hat sie dann einfach nur den schwarzen Kopf. Es ist halt wie in so einem Bugs Bunny Comic. Da explodiert die Granate und dann hat sie einfach so einen schwarzen Kopf und raucht ein bisschen. Und das macht es eigentlich ein bisschen witzig. Ja, jetzt auf der Switch sind beide Versionen ungeschnitten erschienen. Genau, deswegen Nipbugs. Tja, das stimmt. Genau, wie eine Comicfigur. Ich finde auch. Ich finde wirklich die deutsche geschnittene Version von damals. Ich würde die fast gern optional einstellen können bei der Switch Edition, weil die hatte ihren eigenen Charme. Das war schon teilweise echt witzig und auch clever zensiert. Und hatte auch einen coolen Stil, weil die Gegner halt quasi nicht in Blutfontänen aufgegangen sind, sondern zu Asche wurden und dann so Ascheregen überall war. Und das war schon auch irgendwie cool und hatte auch seinen eigenen Style. Aber ja, genau. Manche Szenen waren dann ein bisschen doof. Das ist halt schon echt auch ziemlich krass hier eigentlich, ne? Holy... Ich meine, what? So witzig und doof das in der geschnittenen Version war, ist das schon echt krass hier. Meine Güte. Yes. Obtain the US military secret. Please give to Dr. Naomi. Ah. Aha. Okay. Jetzt geht's Internet wieder besser. Okay, das ist cool. Das freut mich. Na dann. Forgive me, Holly. I was late in saying this, but I love your soul. Rest in peace. Der Screen ist immer noch mein Lieblingspart in dem Spiel. Nummer 6. Fehlen nur noch 5.